Jo ho, servus und willkommen zurück. Heute spiele ich endlich bei Frankenstein ein bisschen weiter. Ja, die Bewandtnis dahinter ist ganz einfach. Auf meiner kleinen Farm gibt's nichts Nennenswertes zu berichten. Deswegen heute mal ein bisschen Abwechslung. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen blassen Dunst mehr, was ich eigentlich gerade zu tun habe. So, checken wir mal das Inventar. Essenhandschuh, Ölkännchen. Ja, zum Glück gibt es hier so ein bisschen diese kleine Tippfunktion, die uns einen Scheißdreck nimmt. Okay. Dann sägen wir halt einfach ein Loch da rein. Navigation. Was war denn hier? Statue fehlt ein Flügel. Harmonisch. Harmonisch. Ein Stück. Ich glaube, wir waren jetzt gerade an der Leiter. Sehr schön. Na toll. Schlüssel abgebrochen. Das ist ärgerlich. Wir müssen mal was einsetzen. Da müssen wir was einsetzen. Gibt es hier denn überhaupt irgendwas, was man einfach mal so öffnen könnte? Der Deckel ist verschweißt. Ich brauche einen Schweißbrenner. Ja, nee. Wer verschweißt denn seine fucking Truhe? What the fuck? Ja, checken wir mal die andere Seite ab. Was ist das denn? Könnte etwas hineinpassen. Weg nicht benutzen. Wer noch? Was sagt er? Tank aus Eisen, ich hab keine Ahnung, wie man ihn öffnet. Die Tür ist verschlossen. Ich sehe kein Schloss. Na dann halt mit der Brechstange, Junge. Was war? Nee. Warte. Und ist noch was in diesem Raum? Nee. Ah. Geht gut los. Direkt erstmal schön festgesetzt. Dein Scheiß Ernst. Wir müssen jetzt die Leiter auf die Leiter setzen. Oh Mann. Rechnen mit sowas. Eine Filmrolle. 3 von 3. Und damit können wir uns ein kleines Video anschauen. Wir gehen alle 3 Filmrollen, um die Schädel auf allen Bild zu finden. Okay. 3 verschiedene Schädel und das Bild. Hier, hier und da. Ach so. Nee, das passt nicht, passt nicht. Das sieht ja ganz gut aus. Aber den müssen wir gar nicht suchen. Oder? Moment, Moment. Ja, ja, nein. Nummer 1. Ganz gut aus. Hat auch zu passen. Ne, der hat eine runde Nase, genau. Really? Hä? Ist noch ein bisschen. Flash-Rechor. Bumm. Der Kiefer hat war doch falsch. Ne, die Zähne sehen doch richtig aus. Ah ja. So einfach kann's gehen. Und den hat man schon.
glaube ich. Ne, da passen sie. Gar nicht so einfach, das so abzuchecken. Ich glaube, von der Maserung her und sowas, das sieht ganz gut aus. Scheint auch zu passen. Richtig, denke ich. Das heißt, der Unterkiefer passt noch nicht. Ah ja, da haben wir ihn. Oh no, Frankenstein. Hat das Monster belebt, aber das wissen wir schon. Durchgebrannt. Augenschlüssel. Ja. Okay. Tiere, nicht Tiere. Dann müssen wir hier wohl drüben lang. Hier war zugeschweißt. Fehlte das. Vielleicht noch irgendwas übersehen. Musik ist auch übelst Psycho. Augenschlüssel. Dann haben wir nicht. Vielleicht zurück. Oh, meine Hand. Ja, wie gehabt sind die Dinger immer noch sehr tricky. Und die Sache aussitzen und hoffen, dass es leichter wird, funktioniert anscheinend nicht. Jo. Seltsam. Macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. Was denn so alles? Schraubendreher, Gartenschere. Globus scheint ein Teil zu fehlen. Oh, danke schön, Captain Obvious. Statue fehlt ein Flügel, haben wir auch nicht. Vielleicht doch hier was übersehen. Das Ding ist durchgebrannt. Reglein mitgenommen. Auf das Tuch geschienen. Really? Ja, dieser dreckerte Teilschrank. Staubwedel, Metallsäge. Oh, alles nicht. Ja, wo schickst du mich denn jetzt hin, ha? Huh? Was? Oh Gott, bin ich bekloppt. Natürlich kann man zurückgehen. Hm. Seht ihr mal. Ja, ich habe echt keine Peilung mehr, was da so vom Stapel ging. Hätte mir vielleicht meine Videos angucken sollen. Nochmal, aber so ist ja auch ein bisschen mehr Spaß für euch. So wie ein Wimmelbild. Kirschen. Ein Pilz. Nicht schwer. Globusteil. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir hier bekommen. Zack. Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Nein. Schaufel. Ein Hufeisen. Und sie fix, bin ich blind oder was? Da hängt's doch. Auge. Holen wir uns von dem Teddy. Ne? Schade. Ich verstehe teilweise bei den Wimmelbildern den Zusammenhang nicht. Und trotzdem macht's einfach Spaß. So, wir brauchen einen Nagel. Dazu nehmen wir den Hammer und ziehen ihn hier. Also okay, wir machen ihn halt gerade. Hört man ja oft, dass man dazu einen Hammer benutzt. Blumen. Ach so, was ist das schon wieder? Blümchen.
Und ein Zahnrad. Hier ist ein kaputtes Zahnrad. Gibt's hier doch bestimmt irgendwo eine Ecke. Zack. Rido. Jo, gelöst. Und wir haben das Globusteil. Wusste ich. Ob ich hier ahnt war? Ins Schlafzimmer. Den Globus, das Ding reingeklöppelt. Zack. Orki Whisky drin. Schade. Aber das nächste Wimmelbild. Ja, das haut hier so ein bisschen schneller aufeinander. Ein Kleeblatt. Jo. Shadow. Schön mit Pentagramm auf der Stirn. Kanone. Ja, die Wimmelbilder sind da jetzt im Vergleich, wo ich mich dran erinnere, wo ich das Spiel gespielt habe, doch ein bisschen einfacher. Aber vielleicht ist es auch einfach, oh, wir kriegen die Hand. Nice. Oder mein Kopf ist einfach warm. Ein Pfeil. Der Fader. Ja. Gerade noch gesagt, ist ein bisschen einfacher, zack. Sagt der Kopf so, ne, 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 Junge. Ja, wenigstens das gelöst. Das Ding los. So, der Pfeil muss offensichtlich zu sehen sein. Wäre nicht gelb markiert. Die Füchs. Bin ich den Deppert. Den bringt nicht. So, dann noch ein Fächer. Achso. Und das letzte Teil hatte ich doch auch gerade schon gesehen. Hier oben. Und der Fächer. Vielleicht bringt das ein bisschen Klarheit in das Ganze. Rüstung. Oh, wer? Lift und der Pfeil. Die Fix, der Pfeil. Bin ich jetzt? Der Rolle. Muss doch hier irgendwo sichtbar sein. So das Gefühl, ich bin ein bisschen straff. Aber das kommt davon, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnt und sagt, yeah, ist ja voll easy. Oi. Pfeil. Pfeil, 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 Pfeil. Kein Pfeil. Schraube. Ein komisches Fallout Baby, sag ich jetzt mal. Ein Engel. Eine Vase. Du. Jetzt mal ernsthaft. Hä? Stand da unten nicht Pfeil? Bin mir ganz sicher. Ich schau mir das Video nachher nochmal an. Dann werde ich sehen, dass da Pfeil, Pfeil steht und nicht Schraube. Whatever. Zack. Was haben wir hier? Hier habe ich nicht. Da ist irgendwas drin. Das ist eine Katze oder so. Der Griff fehlt, ja. Hier brauchen wir eine Schallplatte. Ja, wo ist meine Brechstange? Jetzt kommt was rausgesprungen. Alter, haben wir hier einfach alle Items brauchen? Jetzt gut. Klicken, um fortzufahren. Dämonenornament Teil 1. Ja. Ja. Was auch mit der Brechstange wegknackst? Nein. Schweißbrenner. Okay. Und hoffen, dass er funktioniert. Sesam, öffne dich. Zum Glück funktioniert Schweißen ganz genauso. Sonnenornament. Strickleiter.
Strickleiter, die werfen wir jetzt da hoch. Aufstellen haben sie irgendwo mit. Ja, so viel dazu. Gut. Wir checken hier mal noch ab. Den kann man doch bestimmt auch aufschweißen, komm. Einfach den Griff rausgeschweißt. Läuft der Hase. Sonnenornament. Engelornament. Bringt mich jetzt aber auch nicht wirklich weiter. 2 von 3 Teilen aus dem Sonnenornament. Und dann kommt das Rätsel, das merken wir. Bis das Sonnenornament haben. So, hier, nee, hier fehlt ja der Griff. Kann man aber nicht. Einmal durchgucken. Vielleicht mit dem Schraubendreher. Wird einfach die Scheibe zerhauen. Habe ich hier noch irgendwas? Eine Banane. Brauchen wir da bestimmt. Den Affen, der da drin hockt. Besänftigen, weil er uns sonst voll ins Face hüpft. Übelst. Hat dir sich poliert. Heilplatte fehlt, ja weiß ich. Hin und her. Flügel haben wir nicht. Im Esszimmer gab es eben nur das. Glück. Bleibt ja eigentlich nur das Schlafzimmer. Ja, da brauchen wir die Sonne, die Engelsornamente. Tja, da bin ich. Jetzt sind die gefragt. Der ein oder andere wird es aufschreien. Hey, du Spurs. Doch mach ich hin. Nein, ich wollte da nicht hin. Wir müssen die Leiter irgendwie aufstellen, aber. Passage zum Schloss. Kann ich die Leiter hier vielleicht? So, ah, shit. Komm. Ich will jetzt noch das letzte Ornament halten. Das kann doch nicht sein. Was? Wieso? Immer noch weiter zurück. Spiel, please. Das ist das letzte Sonnenornamentstück. Kriegen wir das Ding aus? Ah! Macht das sogar Sinn? Los! So, wir bewegen uns jetzt hier über die Map. Hoffe ich. Boss. Or. Ja. Schlafzimmer. Nein! Um. Nicht Schlafzimmer. Nicht. Was denn das denn? Genau. Ein Äffchen. Finde die richtige Position für alle 6 Pfeilpaare. Jedes Paar hat einen unterschiedlichen Pfeilmuster. Puh. Nehmen könnte halt.
mal drin rausgeht. Rechten Winkel. Eigentlich. Schon wieder der Ding. Begebe ich mich dem zu, wo ich am Anfang war. Aber hätten wir das Rätsel lösen. Pamps! Ein Affe, ich wusste. Ja, was? Take this. Oh, danke schön. Ja, wir nehmen den Affen einfach mit. An der Stelle soll es das für heute aber erstmal wieder gewesen sein. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es lustig ans Rätseln geht. Ich möchte natürlich auch wie immer auf die tollen YouTube-Funktionen hinweisen. Und haut rein, Leute. Bis die Tage.